Herzlich willkommen zur Morgensendung des JFD Live Trading TV. Heute ausnahmsweise nochmal eine Aufzeichnung, da mein Datendurchsatz, also mein Internetdurchsatz, etwas blockiert ist heute früh. So, und wir kommen auch direkt zum DAX, nachdem hier nochmal der Risikohinweis eingeblendet wird. Hat jetzt ja der DAX gestern ein wichtiges Level überschritten. Dieses Level konnte er am 4. Juli beziehungsweise ja auch schon am 1. Juli nicht überschreiten. Danach gab es noch eine Abwärtsbewegung und nun sieht es hier recht gut aus. Zwar steht der DAX vorbörslich 20 Punkte etwa tiefer als der Schlussstand. Es sollte ihn dann trotzdem nicht hindern, hier später die Aufwärtsbewegung fortzusetzen. Eine Marke dürfte hier sein 9.760. Über dieser Marke sollte und darf der DAX direkt weiter steigen und auch die 9.900 Punkte nehmen. Unterhalb, also ein Stundenschlusskurs unter 9.760, das könnte es gleich zum Rückgang ja, von rund 800 Punkten kommen oder eventuell auch schon ein Gap Close bei 9.630. Also hier denke ich mal, wird eine Schaltstelle liegen. Über 9.900 Punkte ja, liegen weitere Kursziele bei 9.980 und 10.070 Punkten. Ja, interessant ist natürlich, dass der Gap Close, aber der DAX uns den Gefallen macht, hier nochmal runterfallen, um dann einzusteigen, ist aber fraglich. Silber und Gold, ja, das ist wie schon immer erwähnt, hier unten an die Kaufzone hingelaufen, Aufwärtsbewegung, jetzt konsolidiert das und ja, mit dem Hoch, wenn es hier das Hoch rausnimmt, dürfte die Aufwärtsbewegung natürlich fortsetzen. Hier könnte dann was, hier ist die, vielleicht die erste Welle zu Ende, hier die Konsolidierung und dann darf das hier gerne nach oben sich ausdehnen. Gold bleibt im Tageschart über dem Rainbow und ja, konsolidiert auch leicht, also im Moment nichts Aufregendes passiert. Euro gegenüber japanischen Yen wurde hier geschortet, das wurde nicht mehr verfolgt, das wurde zwei, dreimal im Video erwähnt, wäre wirklich nur sehr spekulativ, ein Low gab es dann bei 1,1080 rund und dann konnte er jetzt hier schon rund 400 Pips wieder zulegen. Im Prinzip hat die Unterstützungszone hier der Daily, schalten wir auf Tages, ja, bis auf einen Tag hier nicht gehalten. Das war nur so dazwischen, in der Nacht zwischen Kerze. Und nun so wäre hier das Ziel zu nennen, die 1 oder die 116er Marke. US-Dollar, kanadischer Dollar wurde gestern auch im Abendvideo erwähnt. Wenn man jetzt hier erstmal in den Wochenchart schaut, dann ist hier erstmal ein markanter Widerstand zu sehen, was auch im Tageschart war. Der wurde hier aber die 200-Tage-Linie eben kurz genommen. Allerdings die Kerze und das Hoch wurde nicht rausgenommen. Trotzdem sollten Rückläufe dann Kaufkurse darstellen. BMW sollte weiter nach oben gehen. Ich denke, da liegt im Moment nichts weiteres vor. Randgold wird wie gesagt interessant sein, ob jetzt hier ein kleines Hoch kommt und dann eben diese Abwärtsbewegung, das ist aber auch der Chart ist schon länger bekannt, die RWE kann jetzt hier durch die Tageskerze erstmal konsolidieren und dann sich weiter nach oben absetzen. Die Merck hat auf Tagesbasis ein Widerstandslevel überschritten, aber dieser ist hauptsächlich auf Wochensicht wichtig. Also kann man hier schon long gehen,
Allerdings muss man eben auch die Wochenkerze dann stark berücksichtigen. So, zum Nikkei und zum Hang Seng. Nikkei hat ja gestern eine Monsterkerze hingelegt, beziehungsweise an 2 Tagen. Schauen wir auch die Indikation an. Ja, hier konnte er eben gestern schon im Widerstandsband schließen. Heute nimmt er hier eine weitere Hürde und trifft dann hier exakt auf diese Aufwärtslinie, die aber nur, naja, im richtigen Chartbild zu sehen ist. Also keine Indikation, sondern Tokyo Stock Exchange. Und jetzt ist auch hier die Kerze da. Aber jetzt fehlt wieder die Kerze. Gut, naja, Guidance. Hat da immer wieder Probleme. Der Hang Seng steht hier weiter unter der Abwärtstrendlinie und unter dem EMA 200. Allerdings passt hier das Bild. Der Stopp würde schon angehoben auf dieses Level. Und sollte jetzt hier die 21.400 genommen werden, dürfte es hier kräftig nach oben gehen. Danke fürs Zuhören. Bis später.